Press Start. Aber erstmal gucken wir uns ein bisschen Intro an. So, und damit willkommen zu OutRun, der Klassiker schlechthin auf diesem System. So, und wir machen jetzt die Optionen. Gehen dann von normal auf super easy. So, wer OutRun nicht kennt, euch ist was in Gang in den frühen Jahren. Das ist ein Spiel, das gab es ursprünglich, auf den Automaten und ist dann portiert worden auf diverse Konsolen, mehr schlecht als recht, aber hier auf dem Sega Genesis funktioniert es ganz gut. Magical Summer. Natürlich. So, wir müssen einen Gang immer hochschalten, damit wir die volle Geschwindigkeit entpuppen. Also bekommen. So, erste Absteigung, wir nehmen links und speichern mal. Save Estate. Denn wir sind hier super durchgekommen. Checkpoint. Genau. Und selbst auf super easy stelle ich mich jetzt ziemlich doof an. Und das ist immer sehr ärgerlich. Das soll hier schließlich ein Let's Play werden. Sprich, wir wollen es durchkriegen. Ich sag mal, ab 3 Fehlern lade ich die Stelle neu. Nächste Abzweigung. Wir speichern wieder ab. Ups, da. Checkpoint. Fehler Nummer 1. Wir speichern wieder ab.
Checkpoint. Die Kakteen hier sind fies, da macht man sofort ein Kabult im Auto. Dagegen fahren ist also keine gute Idee. Wieder Nummer 1. So, wir sind wieder im langsamen Gang. Das müssen wir gleich hochschalten. Das machen wir mit der Pfeiltaste nach unten. Wieder Nummer 2. Wir speichern wieder. Checkpoint. Wieder eins. Aber ich glaube, wir sind schon am Ende angekommen. Oben rechts neben Stage steht 5. Das müsste schon das letzte sein. Und ich kann nichts mehr machen. Congratulations. Er lebe hoch. Oh, eine attraktive Blondine. Rums. Großartig. So, das war Kurs A. Ja. Na, icke halt. So, das heißt, wir machen die anderen Kurse natürlich auch noch. Ja, wo kämen wir denn da sonst hin? So, das hatten wir gerade. Passing Breeze. Get ready. Ups. Ach Scheiße, ich merk's jetzt gerade die ganze Zeit. Ich hab die ganze Zeit vergessen, Gang hochzuschalten. Nee, das müssen wir jetzt leider abwarten. Lehnt euch mal zurück.
Hab ich schon die ganze Zeit gewundert, warum die Dreifenquietschen fehlt. Aber ihr seht ja gleich mal, wie der Game Over Screen aussieht. Mal die Maus ein bisschen raus hier. So, ja, sehr weit gekommen, nicht? Naja. So, das hatten wir. Get ready. Und Gang hoch. Jetzt passt's. Jetzt kommen auch plötzlich Autos. Einmal nach links. Wir speichern wieder. Checkpoint. Wieder eins. Fehler 2. Wir speichern wieder. Wieder Fehler Nummer 1 hier. Jetzt machen wir einmal nach rechts. Damit man hier auch mal was anderes sieht. Und dann, und danach geht es nochmal nach links. Checkpoint. Wieder Nummer 1.
Wir speichern wieder. Checkpoint. Okay. Congratulations. So, das war B. Eins schaffen wir noch. So, das hatten wir, das hatten wir. Splash Wave. Get ready. Jetzt fahren wir mal nach rechts und speichern natürlich ab. Checkpoint. Fehler Nummer 2 war das. Und Fehler Nummer 3, das heißt, wir laden nochmal. Na. Checkpoint. Wieso haben die eigentlich mehr Grip als ich? Checkpoint.
So, jetzt geht's nach links. Wir speichern wieder. Ach Mist, ich hab die ganze Zeit vergessen, Gang hochzuschalten. Moment. Checkpoint. Ich bin schon die Wunder, warum ich den LKW da nicht überhole. Fahr mal links. Checkpoint. Und als nächstes dann nach rechts. Wenn man gleich zu einem vollen Stopp kommt, bis zum Kotzen. Und einmal nach rechts. Checkpoint. Thank you.
Ja, gewonnen. Congratulations. Ja. Gut. Haben wir das auch hinter uns. Dann gucken wir uns die restlichen drei Abschnitte. Ach nee, sind ja nur noch zwei Abschnitte. Mensch, zwei Abschnitte. Ist ja klasse. Machen wir im nächsten Video. Bedanke mich fürs Zuschauen. Bis gleich.